Ein von Herzen kommendes Hallo, liebe Leute. 20 Jahre zuvor. Wir spielen heute mal wieder ein kleines ein Sneak Peek. Und zwar mit diesem gut aussehenden jungen Herrn, Agent 47. Herzlich willkommen bei Hitman. Ich hoffe, es leckt nicht zu viel oder ist es zu laut, zu leise. Das sind wir, Agent 47. Mal schauen, was wir hier alles so machen müssen. Runterspringen schon mal nicht. Uns hier cool hinsetzen, vielleicht? Auch nicht. Ihr schafft das Rennen. Wie gesagt, ich wollte es mir mal ein bisschen anschauen. Ich habe da Bock drauf, das zu spielen. Hier geht's runter? Nee. Ah! Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose field work never is. Tell me, what did it feel like, taking lives? Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Wie gesagt, spielt ja 20 Jahre zuvor. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Vielleicht hätte ich lieber die erste Mission zeigen sollen und nicht die Grundausbildung. Okay. Außerdem ist es Englisch. Ich werde gleich mal gucken, ob ich es auf Deutsch stellen kann. Ich dachte, es wäre eine deutsche Sprachausgabe dabei, wenn ich ehrlich bin. I choose him. Habe ich zumindest erwartet. A blank slate, antisocial, apathetic and unresponsive. No doubt the boy shows promise, but perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Aber wir haben schon die, den Strichcode eingraviert. Das heißt, wir sind ja rein theoretisch schon ausgebildet. Welcome to Advanced Training. Your first mission originally took place in Sydney, Australia. The target was Calvin Ritter, also known as the Sparrow. Master thief for hire, specializing in rare and priceless art. Our agent cleverly infiltrated Ritter's private yacht during a social gathering and discreetly eliminated him without any of the guests noticing. Now you will do the same. Oh, and don't worry about the training operatives. All weapons are simulated. Good luck, initiate. Sind wir in einem Holodeck oder was? Okay. Option. Audio? Ja, irgendwo stand auch mal Sprache. Kann sein, dass es im richtigen Menü war. Sollte nicht so wichtig sein, ob das jetzt auf Deutsch oder auf Englisch ist. Ich werde nachher nochmal nachschauen. Aber das ist ja, wie gesagt, egal. Wir gucken uns erstmal um. Denn in diesem Spiel schaut man sich um. Sucht die besten Wege. Hier ist so, so ein Sense. Okay, da ist mein Ziel. Gott, wenn ich schon sehe, auf C ist ducken. Ey, da kriege ich schon Schweißausbrüche, Spielmechanik, Maus und Tastatur, Tastaturbelegung. Deckung auf Steuerung. Schon mal Quatsch. Deckung wäre eigentlich auf C. Wo ist C? Wo ist C? C ist ducken. Oh Gott. Okay, Deckung kann ich auf C lassen. Ducken auf C und Instinkt. Oje, oje, oje. Q ist Nahkampf. E, was ist E? Interagieren. Gibt's F? F ist nehmen. Ach du Kacke, alles hier. Okay, wir wechseln mal. Ducken. Ist mir egal. Was? Oh, jetzt muss ich da so ein Zwischending bauen. Okay, machen wir es. O. Ducken ist Steuerung. Instinkt ist von mir aus C. Oder nee, warte, noch besser. Instinkt.
ist auf vierte Maus. Ne, Nahkampf auf vierte Maustaste und Instinkt auf Q. So. Besser. Jetzt kann ich hier Instinkt machen, den brauche ich sowieso nicht so wirklich. Okay, wie funktioniert das Spiel? Wie komme ich hier drauf? Ist schon mal die wichtigere Frage. Ist der hier nicht mal irgendwie... Als ob der nicht irgendwo rüber... Oder Moment, da stand was. Da stand was, sowas wie überwinden. X. X, echt jetzt? Was für eine Kackzahl. Okay, wir müssen uns erstmal eine Verkleidung am besten suchen, um irgendwie reinzukommen. Überwinden. Gucken wir uns das mal an. Er geht direkt komplett rüber. Er kann sich also nicht... Okay. Lautloses Ausschalten. Attacken von hinten sind ziemlich leise. Frontalattacken und Schüsse von Waffen ohne Schalldämpfer sind sehr laut und erregen Aufmerksamkeit. Heißt, wir, Maus 4, überwältigen den Typen erstmal. So. Können wir nämlich direkt mal den erstmal mitnehmen. Damit er da schon mal nicht gesehen wird, so einfach. B. So. Okay. Genick brechen. Brauchen wir das? Wir sind jetzt, gehören jetzt erstmal zum Hafenpersonal. That's a first. Might just work though. People do tend to see uniforms, not faces. Be cautious though. Some people are more observant than others. Wissen wir. Danke. Nicht schlecht, Rekrut. B. Jetzt müssen wir die Leiche erstmal. Kann man die irgendwo hinpacken? Wo sie vielleicht weniger auffällt als hier? Töte ich ihn, ist vielleicht die bessere Frage. Sollen wir ihn töten? Ich würde es fürs Tutorial tatsächlich machen. Also nicht fürs Tutorial, für... Kann ich ihn vielleicht hier reinschmeißen? Nö. Ich habe Angst, dass der Typ irgendwann wieder aufsteht. Ich weiß nicht, wie es hier in dem Spiel so ist. Ich werde ihn einfach mal killen. Habe ich ihn mit? Überlegen Sie, Rekrut. Klienten verlassen sich auf Diskretion und erwarten auf keinen Fall Kollateralschaden. Durfte ich das jetzt nicht? Verstecken Sie den Körper. Training. Achso, da. Das sind Verstecke. Alles klar. Nehmen wir ihn mal mit. Ziehen wir ihn mal am Beinchen. Hoffentlich steht da jetzt keiner. E öffnen. Einfach im Klo liegen lassen, oder was ist der Plan? E. E. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen musste oder ob ich das jetzt instinktiv richtig gemacht habe. An Bord gehen. Wir gehören zum Frachtpersonal. Ich wüsste gerne mein Inventar, was ich so an Waffen besitze. Keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Bedrohung. Personen, die als Bedrohung markiert wurden, werden sie verdächtig finden. Achten Sie darauf, nicht von ihnen gesehen zu werden. Okay, da geht's nach oben. Drücken Sie die Q-Taste, um den Instinkt anzuwenden. Soll das das Schiff sein? Jetzt echt? Nee, oder? Das ist doch nicht das Schiff. Okay, wir nehmen erstmal Rattengift mit. F. Und Brechmittel. Schon mal ganz gut. Das könnten wir benutzen. Kann ich den Feueralarm auslösen? Unwichtige Leute. Jetzt direkt schon nach oben zu gehen. Da ist ein Wachmann. Alles klar. Die Uniform hätte ich natürlich jetzt um einiges lieber. Den holen wir uns natürlich. So, verkleiden. Mitnehmen. Können wir den bestimmt da reinpacken, oder? E. Alles klar, wir sind Wachmann, das ist schon mal ganz gut. Tür geht zu. Knarre mitnehmen. Wie kann ich die wegstecken?
Wie kann ich denn die Waffe wegstecken? Maus und Tastatur, Tastenbelegung. Geschicklichkeitsaktionen. Nehmen, Deckung, Körper wegschleifen. Nahkampf, Objekt benutzen. Verkleidung nehmen, laufen, schießen, nachladen. Instinkt, Shooter, Kamera, ducken. Waffe wegstecken, Feststelltaste. So. Und Waffe nehmen ist auch wieder Feststelltaste. Alles klar, wir sind Wachmann. Kann ich mich jetzt hier cool hinstellen? Nö, der findet, ich wäre ganz schön suspicious. Mag ich ja überhaupt nicht. Ja, komm doch runter. Fuck. Okay, wir nehmen einen anderen Weg. Ist vielleicht besser. Vielleicht war Wachmann doch nicht die coolste Idee, wenn man bedenkt, dass uns dann wohl die Wachmänner an sich erkennen. Also unser Ziel da hinten. Ganz schön viele Wachenmänner, muss ich zugeben. Vielleicht wäre vielleicht eine Verkleidung als Gast besser. Die gehören zu dem Personal. Könnte natürlich versuchen, das ganze Wachpersonal auszuschalten. Kann ich den hier irgendwo verstecken? Hier könnte ich den Typen drin verstecken. Soll ich den platt machen? Ich würde da gerne Rattengift reinpacken. Machen wir, würde ich sagen, oder? Nehme ich mir die Klamotten von dem? Machen wir auch mal. B. Weg mit dem Tiefkühltruhe. So, kann ich da jetzt vergiften mit G? Vergiftet? Alles klar, benutzen. Dann gucken wir, was passiert. Was haben wir noch hier? Wir haben ja schon eine Knarre, oder? Haben wir die jetzt? Safe? Wir haben safe die Knarre, sehr gut. Schraubenschlüssel. Hammer können wir auch mitnehmen. Kann ich in die Waffe wechseln? Keine Ahnung. Wieder ins Inventar. Das tut mir leid, das muss man natürlich theoretisch immer am Anfang machen. Ich will es ja blind für euch spielen und nicht vor alles schon wissend. Verkleidung nehmen ist T, ist klar. Instinct Shooter kann man Waffe wegstecken. Inventar ablegen G. Inventar ist I. Ergeben X. Objektplatzierung Alt. Also wir gucken mal auf I. Ich hätte die Waffe gar nicht nehmen müssen. Klavierseite. Nehmen wir natürlich. E. Gucken, ob ich so den Leuten auffall. Ansprechen. Oh, kack, der läuft mir hinterher. Warum wurde das Verbrechen bemerkt? Nee, ihr wollt hier nicht hin. Alles ist gut. Okay, ich sollte die Klamotten wechseln. Bin ich verdächtig so? Welches Verbrechen wurde denn bemerkt? Ist der Typ irgendwie noch hier? Wo ist der überhaupt hin? Hier wieder rein? Wo war unser Typ denn? Schon, das ist zu wenig Rede. Ich bin ein bisschen
antisocial. I just don't like you. Please leave. Nö. Alles gut. Ah, hey there, big boy. Jo, alles klar. Okay, wir bleiben in der Verkleidung. Folge der Zielperson. Ja, wo ist denn die Zielperson? Ach, da oben. Okay, wo geht's denn nach oben? Oben, 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 oben. Nee, da steht ein Wachmann. Die sieht schon echt nicht so geil aus. Guckt euch mal hier die Wände an. Kann ich einen Drink bestellen? Verkleiden Sie sich als Besatzungsmitglied. Bin ich kein Besatzungsmitglied? Absolute Frechheit hier. Besatzungsmitglied. Besatzungsmitglied. Da muss ich ja wieder runter. Da hatte ich doch die Klamotten hingelegt. Hier lang. Hier lang. Da hinten. Das müssten doch die Besatzungsmitglieder, Klamotten sein. T. So, infiltrieren Sie Ritters Piratdeck, Privatdeck. The cabin crew is allowed upstairs access. I see what you're getting at. Very unorthodox. I like it. Frage ist, wie komme ich hoch? Ja, nicht wie man nach oben kommt. Alles cool. Alles cool hier, Leute. Alles ist cool. Ich brauche nur den fucking Weg nach oben. Hey, Stuart. Es geht. Ah, guck mal. Hey, alles cool. Alles cool. Finden Sie die Zielperson? Hab ich doch. Bedrohung Ritter. Ritter kennt seine Besatzung. Sie könnten Verdacht vermeiden, indem sie an der Bar untertauchen. I try. Geh. Was? Leute! Ey! Ja. War doch witzig. Nochmal. Bin ich jetzt nochmal ganz draußen? Ich bin jetzt echt nochmal ganz draußen. Naja, dann würde ich sagen, ich hab das Spiel gesehen. Ich wollte es euch auch nochmal zeigen, wie es aussieht, wie es ungefähr ist, so grafikmäßig und so. Tut mir leid, dass ich so gefailt habe. Ich werde es privat auf jeden Fall noch ein bisschen spielen. Ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Aber, ne, so habt ihr den ersten Eindruck vom Spiel. Danke fürs Zuschauen, alles für euch. Ich bin raus. Tschüssi.